Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Justus. Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal Riffgeflüster am Start seid. Und heute habe ich eine coole Geschichte. Damit begann alles. Der stand heute leider Gottes wieder hier völlig im Wege rum. Ich wollte ihn gerade wegräumen und da habe ich zum einen meinen Leierfisch gesehen und zum anderen die Harlequin-Garnele. Also würde ich sagen, wir machen heute, naja, zur Harlequin-Garnele habe ich ja schon mal was erzählt. Es ist ja kein direkter Fischflock. Es war ja einfach nur ein bisschen was Nennenswertes, was einem dazu interessieren könnte. Aber ich habe sie ja bisher nie so richtig scharf auf dem Bild gehabt, weil sie einfach nie bis nach vorne gekommen ist. Ist jetzt ein bisschen dämmern. Deshalb würde ich sagen, wir fangen erstmal mit einem kleinen Fischflock an. Und zwar mit dem LSD-Mandarinfisch. Cooles Teil. Und danach hänge ich euch hinten dran nochmal was zur Harlequin-Garnele. Also wenn euch das interessiert, würde ich sagen, bleibt dran und los geht's. So Freunde, da würde ich sagen, gehen wir doch jetzt einfach mal ins Becken. Suchen den kleinen LSD-Mandarinfisch. Da kann man vorab erstmal sagen, lateinischer Begriff, Synchiropus pictoratus, wenn ich mich nicht völlig irre. In der Literatur werden hier übrigens Becken um die 200 Liter empfohlen, beziehungsweise ab 200 Litern empfohlen. Und auch er gilt als absoluter Nahrungsspezialist. Da ist er. Weil er permanent unterwegs ist und eigentlich andauernd frisst. Und in der Regel, es ist ja jetzt noch ein kleines Tier, was ich hier habe, fressen sie, wie gesagt, alles an Ablagerungen, was sie hier irgendwo auf dem Gestein finden, gehen natürlich auch auf jegliche Arten von Frostfutter, auf Lebendfutter. Und sehr charakteristisch ist halt dieses Gehopse bzw. Getänsel. Das sieht man hier auch ganz schön. Wenn ich mich auch nicht völlig irre, ist das auch einer von den Fischen, die jetzt in dem Sinne keine Schuppen haben, sondern quasi mehr wie so ein Mantel, der sie hier umgibt. Demzufolge sind sie auch nicht so anfällig für irgendwelche Krankheiten. Das ist so ein bisschen wie so schmierig, glitschig, sagt man. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich habe den bisher noch nicht angefasst. Schönes Tier. Und ich meine auch mal gelesen zu haben, dass wenn man ihn jetzt an die Oberfläche holt, dass er wohl sehr übel riecht. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich möchte ihn in absehbarer Zeit auch nicht rausholen. Man kann den Fisch hier alleine halten, aber es gibt natürlich eigentlich nichts Schöneres, als diesen Fisch hier als Paarhaltung und dann dieses typische Verhalten zwischen Männchen und Weibchen zu sehen. Das soll wohl sehr, sehr ansprechend sein. Ich habe das auch beim Fachhändler gesehen und es ist schon wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, was man da geboten bekommt. Ich bitte übrigens, dass das hier so ein kleines bisschen wackelt, zu entschuldigen. Aber ich bin mit dem Zoom ziemlich nah dran und dadurch, dass er sich ja leider auch immer bewegt, muss ich halt ein bisschen mit der Kamera mit. Im normalen Meer ist der Fisch, glaube ich, anzutreffen in so Tiefen von 1 bis 20 Metern. Und wenn er ausgewachsen ist, ich kann ja mal ein Stückchen rauszoomen, wenn er ausgewachsen ist, reicht er, glaube ich, Größen um die 8 cm. Temperaturtechnisch ist es eigentlich ganz entspannt anzusehen. 24 bis 26 Grad müssten das sein. Habe ich schon mal beim vorigen Fischflock gesagt. 26 Grad halte ich hier eigentlich ziemlich konstant. Demzufolge auch keine Probleme. Auch das ist wieder ein Fisch, von dem jetzt keine große Gefahr ausgeht. Das heißt also, keine Vergiftung bekannt, soweit ich weiß. Er macht schon wirklich was her. Ist halt schwierig, dass halt hier jetzt schon ein bisschen der Nachtmodus eingeht. Deshalb sieht man ihn jetzt nicht mehr ganz so geil. Ich habe übrigens auch von dem befreundeten Züchter, wo ich schon mal war, der wie gesagt ja regional allerhand Tiere züchtet, gesehen und auch gehört, dass er
auch diesen Leierfisch hier nachzüchtet. Das geht also, ist also möglich. Ist natürlich auch cool, weil so natürlich die Bestände erhalten bleiben können. Aber leider ist auch da der Bedarf höher als das, was heutzutage nachgezüchtet wird. Aber wie gesagt, der macht schon wirklich was her. Kann man eigentlich auch jedem empfehlen. Aber es sollten halt wirklich sehr eingefahrene Becken sein. Mein Becken ist ja jetzt schon sehr lange beständig und ich habe auch sehr konstante Wasserwerte. Worauf man achten sollte, wenn man sich so einen Fisch zulegt, dass natürlich gute Versteckmöglichkeiten vorhanden sind, weil wenn man zwei Männchen hat im Becken, wird es darauf hinauslaufen, dass nur das stärkste Männchen eigentlich überlebt. Also die Fische kämpfen dann wirklich erbarmungslos bis zum Tod. Paarhaltung, wie gesagt, kein Problem. Macht auch richtig, richtig was her. Ach Mensch, guckt euch da mal diese schöne Maserung an. Ist wirklich, wirklich schön. Aber ansonsten kann ich bei mir bisher sagen, dass ich keine Probleme hatte. Aber ich habe ihn halt auch sehr, sehr spät erst im Becken eingesetzt. Weil das ist wirklich ein Fisch. Das hat auch der regionale Züchter zu mir gesagt. Wirklich erst ins Becken, wenn es lange, lange eingefahren ist. Wenn man definitiv dafür sorgen kann, dass es immer was Essbares gibt. Weil er frisst, wie gesagt, permanent ununterbrochen. Man kann ja jetzt auch nicht permanent füttern. Mal davon abgesehen, dass alles, was ich eigentlich sonst fütter, spätestens auf der Höhe im Aquarium weg ist und gar nichts erst bis runter kommt. Aber mir hüpft er hier ganz entspannt von A nach B, pickt hier alles von den Steinen ab, vom Sand ab. Das ist übrigens sehr, sehr schade. Ich hänge euch dann gleich hinten dran ja nochmal was, weil ich heute schon meine Hardykind-Garnele gesehen habe. Die fressen mir halt alles an grabenden Seesternen weg. Das heißt, ihr seht hier schon so ganz, ganz leichte Ablagerung. Ich grabe jetzt immer den Sand schon per Hand mit um, weil man sonst halt leider Gottes hier leichte Ablagerung überall sieht und der nicht mehr ganz strahlend weiß ist. Aber es ist halt auch ein teures Unterfangen, weil die auch die fressen und fressen und fressen. Aber das weiß man, wenn man sich Nahrungsspezialisten ins Haus holt. Von daher, ich gehe hier nochmal ganz kurz dran, beziehungsweise zoome nochmal ganz kurz drauf. Kann diesen Fisch wirklich jedem empfehlen, der ein schön eingelaufenes, beziehungsweise eingefahrenes Becken hat. Man kann sich da sehr dran erfreuen. Sehr, sehr hübsch. Vielleicht kommt irgendwann nochmal ein Partnertier mit dazu. Wenn man dann hier dieses Balzverhalten auch noch von den Zweien sieht, das ist wirklich eine schöne Sache. Ihr könnt weiterhin gespannt bleiben. Das neue Projekt startet bald. Und sobald wirklich da der erste Grundstein hier gelegt wird, nehme ich euch auch wieder mit. Und dann beginnt die richtig, richtig coole Reihe hier auf dem Kanal. An dieser Stelle würde ich sagen, ein Satz in vier Wänden. Die Harlequin-Garnele ist endlich mal aus ihrem Loch gekrochen und jetzt richtig aktiv. Und jetzt passt auf, jetzt sieht man sie wenigstens mal. Vorhin hat sie noch die ganze Zeit schön getanzt. Das hatte ich ja schon mal in dem Video erzählt über die Harlequin-Garnele, dass die ja wie so ein Hofmarschall, wie gesagt, eigentlich das Volk hier belustigt. Witzig ist, das hat sie gemacht, bis ich die Kamera nicht in der Hand hatte und hört prompt, sobald ich die auf die gerichtet habe, auf. Na los, jetzt macht er nochmal. Die andere sitzt jetzt hier hin. Guck mal, ob man die noch sieht. Nee, irgendwie sehe ich sie jetzt nicht. Ja, die sitzt dort hinten. Leider kriege ich das nicht richtig scharf durch die Koralle davor. Ah,
Cool, oder? Das Einzige, was bei der Garnele jetzt wirklich ein bisschen blöd ist, die hat mittlerweile alle grabenden Seesterne, die ich drin hatte, gefressen und ist an die Kleinen erstmal gar nicht gegangen. Das war also ein teures Intermezzo. Aber ich habe auch da jetzt erstmal mit meinem Fachhändler nachgefragt, ob ich, sobald meine ganzen Kleinen hier wieder raus sind, eventuell nur mit den grabenden Seesternen versorgt werden kann. Und darauf sind die jetzt eingegangen. Ah, jetzt seht ihr das nochmal hier. Das sind schon wirklich coole Tiere. Das, wie gesagt, mal noch als kleiner Nachtrag. Weil ich habe das ja schon mal hinten an ein Video drangehangen. Da hat man das auch schön gesehen. Aber es war halt nicht ganz so scharf, weil die halt ganz, ganz weit weg war. Aber da die jetzt, wie gesagt, unterwegs sind, um sich hier Futter zu suchen, kommen die halt langsam auch raus. Und da dachte ich, die zeige ich euch heute einmal nochmal. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Hier wächst und gedeiht alles. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ciao. Und nur noch mal der kleine Nachtrag zum Schluss. Das kam jetzt vielleicht falsch rüber. Also der Mandarinfisch frisst natürlich keine Seesterne. Das war, wie gesagt, auf die Harlequin-Garnele bezogen, was ich ja zwischendurch gesagt habe, warum jetzt meine grabenden Seestände, also beziehungsweise meine grabenden Seesternebestände erloschen sind. Also das sind hier, wie gesagt, die zwei Nahrungsspezialisten. Die Harlequin-Garnelen fressen mir halt die ganzen Seesterne und der Mandarinfisch ist halt der Nahrungsspezialist, der halt permanent frisst, 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 pickt, pickt, pickt. Also wie gesagt, der frisst keine Seesterne und die frisst nur Seesterne. Nur, dass das jetzt keiner falsch verstanden hat.